Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect. Ich zeige jetzt ganz kurz oben eine Zahl. Guckt es euch an. Minus 176.556 und dann kann ich 50.000 Zuschuss Abschlusszahlung bekommen. Ich habe das Spiel jetzt einfach eine komplette Nacht lang, weil ich bin danach noch ins Bett gegangen, hab's laufen lassen, bla bla bla. Und ich glaube nach ungefähr 22, 23 Stunden habe ich dann nochmal drauf geguckt und habe gesehen, ich hatte irgendwie so 180.000 ungefähr. Weil irgendwann war ich dann, ich habe es nämlich abends weitergespielt, bis ich einen täglichen, ich habe ja auch hier noch ein paar Segen hingesetzt. Weil, ganz kurz zur Aufklärung. Es ist passiert, dass hier diese eine Auftrag mit dem, wie heißt die denn jetzt nochmal, verdammte Scheiße. Das mit der Schule, dass der einem das Programm da fertig machen muss. Ich glaube, das war das, ne? Sorgen Sie dafür, dass ein Häftling den Kurs Allgemeinbildung abschließt. Und es hat jemand geschafft, diesen Kurs Allgemeinbildung abzuschließen. Moment, wo ist er? Allgemeinbildung habe ich mich abgebrochen mittlerweile. Oder? Habe ich? Ne, habe ich nicht. Quatsch, ich habe ein paar andere abgebrochen. Allgemeinbildung. Hier. Zwei bestanden sogar mittlerweile. Krass. Cool. So, ich möchte übrigens noch ganz kurz erwähnen, die Taser-Ausbildung, ja? Ich habe 40 Wachen. Ich meine, mittlerweile hat jeder einen Taser. Aber 23 Mal musste diese Scheiße wiederholt werden. Ich glaube, die schämen sich hoffentlich. Also, ich hoffe. So, Bewährungsanhörung. Fängt kurz euch das an, ja? Boah, ich habe wieder Geld. Bewährungsanhörung, bla bla bla. Ich habe jetzt einiges rausgestrichen, wie zum Beispiel diese vier Sachen mache ich jetzt nicht mehr. Einfach weil ich dachte, kostet vielleicht hier ein bisschen Geld, da ein bisschen Geld. Und dann bin ich auf jeden Fall abends so weitergemacht, dass ich dann davon halt das Geld bekommen habe. Die, ich weiß nicht, waren das 40, 50.000 oder so waren das, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und dann habe ich noch das mit, von dem Geld habe ich mir dann hier die ganzen Sachen hier gekauft. Zumindest bestmöglich. Und, oh, mir fällt gerade auf, ich habe Lampen vergessen. Ja, ich war schon ein bisschen müde, möchte ich mal anmerken. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ich habe danach noch eine andere Quest gemacht, und zwar Zuschüsse. Ihr seht schon, ich habe keinen Kredit mehr. Ich habe den ja gerade alles zurückgezahlt. Richtig gut. Ich habe diese andere Quest noch fertig gekriegt. Also klar, logischerweise die mit den Rückzahlen, ne? Das ist ja klar, die war ja die ganze Zeit an. Aber, die mit den Tischen hier, Dingens da. Den Betten da. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. 30 Nummernschilder, dann hier Programm Tischlerlehre. Stellen Sie 10 hochwertige Betten her. Das da meinte ich. Das habe ich hingekriegt. Abgeschlossen. So. Dann habe ich. Weil hier. Ich habe ja nur jetzt gemacht, weil ich wollte diesen Kredit weg haben. Weil sonst wäre es ewig lang gewesen, dass wir nur noch kleine Scheiß gemacht haben. Weil ich habe eine Sache vergessen. Beziehungsweise. Ich habe sie gelesen. Nicht ganz realisiert und dann vergessen. Und zwar, Sie können sich von der Bank eine große Geldsumme leihen. Klar. Dafür kassiert die Bank täglich Zinsen. Auch klar. Die Sie aus Ihrem Cashflow bezahlen müssen. Das dachte ich mir schon. Ich dachte jetzt nur, das habe ich mich im Kopf behalten. Okay, ich nehme Geld, kriege ich dann Zinsen, muss dann Zinsen bezahlen, immer mehr und so. Ne, das zieht dann Geld weg. Anders gesagt, ich habe mir so vorgestellt, nämlich mit irgendwie 10.000 oder so, kann es sein, dass Sie sich irgendwie 12.000 nach und nach zurücknehmen. So wie es halt ein Kredit hieß, ne? Aber zahlen Sie regelmäßig, steigt Ihre Bonitätsbeurteilung und die Bank genehmigt Ihnen höhere Kredite, bla bla bla. Wenn Sie allerdings Zahlungen nicht vornehmen können, sinkt Ihre Bonitätsbeurteilung und die Bank weigert sich, Ihnen weiteres Geld zu leihen. Okay, und den Hinweis, das ist der wichtige Knackpunkt, den ich vergessen habe. Allein durch die täglichen Zinszahlungen wird Ihr Kredit nicht zurückgezahlt. Im Gegenteil, irgendwie desto länger ich gewartet habe, desto höher ist er gestiegen. Irgendwann habe ich es geschafft, einen positiven Cashflow zu kriegen, durch so viel Arbeiten hier, weil er es einiges an Export hatte. Wenn ich hier mal gucke, da hatte ich mittlerweile jetzt gerade nicht mehr so viel, aber ich hatte da kurzzeitig richtig viel Export und Häftlingszuschuss, immer so 14,7. Hatte ich, glaube ich, einen Cashflow von 300, 400 Dollar pro Tag. Und ich habe es halt auf der schnellsten Geschwindigkeit, also so, ungefähr 22, 23 Stunden durchlaufen lassen, komplett. Und habe den kompletten Kredit zurückgezahlt. Habe dann jetzt die 50.000 bekommen für diese eine Quest. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass es morgen wird, damit ich die 100 Einsassen bekomme. Weil die 60.000 haben wir jetzt ja. Und ich lasse das auch so. Und ich habe vor, im neuen Gefängnis einiges anders zu machen. Hier oben das zum Beispiel will ich nicht so aufgereiht haben, ich will es ordentlich haben. Da habe ich auch schon einen Plan, wie ich es machen könnte. Ich habe mal ein bisschen rumgeforscht in der Zeit, ein bisschen ausgerechnet. Zum Beispiel, wieso habt ihr die Leiche noch in Handschellen? Seid ihr eigentlich dumm? Alter, diese heftigen Zellen, what the fuck? Die habe ich vielleicht hier oben vergessen?
Hups. Die hab ich da mal hingesetzt, war abgerissen und vergessen. Egal. Weil das Ding lasse ich jetzt so stehen. Da ist mir zu viel schief gelaufen. Der Anfang war gut. Das war auch noch ganz okay. Und ab hier. Das hat mich rausgehauen. Komplett. Oh, guck mal, jetzt haben wir 7000 Cashflow. Der steigt und sinkt die ganze Zeit. Das finde ich witzig. Tag 100. Wir haben es geschafft. Finally. Naja, gleich kommen neue Insassen. Guck mal, 3 Stück, ne? Dann haben wir es geschafft. Mal gucken, was dann passiert. Ich wollte noch irgendwas gesagt haben. Ach genau, ich habe ja was ausgerechnet. Und zwar zum Beispiel wegen der Küche. Das hier ist totaler Schwachsinn. Auch mit den ganzen Köchen ist zu viel Geldverschwendung. Ich wollte mal nachgucken, so ein paar Werte. Was braucht man eigentlich? Wie oft braucht man es? Und da bin ich auf Sachen gekommen, wie zum Beispiel ein Herd auf normaler Ration reicht für ungefähr 20 Insassen. Ein Herd für niedrige Rationen reicht für 40 Insassen. Und für teure Rationen für 13,33 Insassen. Das ist gut zu wissen, weil ich habe 100 Insassen. Das heißt, ich hätte nur 5 Herde gebraucht und nicht so viele. Außerdem hätte ich nicht so viele Köche nehmen müssen, sondern nur 5 Köche für die Herde. Dann noch irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Spülen. Und das war's. Hätte ich 7 Köche vielleicht gehabt oder 6-7 Köche so. Und das werde ich demnächst auch angewöhnen, genauso wie mit den ganzen Duschen so. Das gefällt mir alles nicht mehr. Das war alles ganz gut geplant, fand ich, aber hat alles nicht so funktioniert. Alleine hier. Gucken wir uns das allein. Ich werde jetzt den Einruf ein. Der lässt fast ganz kurz klingeln. Mir geht es gerade darum, allein das hier. War so gut durchdacht eigentlich, weil ich das Luxusding machen wollte. Der Boden kam niemals zustande. Und das funktioniert bei Weitem nicht. Die Zellen hier. Der Duschkopf fehlt. Das hier. Totaler Scheiß. Nur Platzverschwendung. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Den Hof finde ich irgendwie cool. So mit dem Aussehen her, mit den paar Steinwegen hier zwischen. Und ich will bei meinem neuen Gefängnis auch nicht so Blöcke bauen, so wie hier es überall so Gänge sind. Sondern. Ich werde es ordentlich bauen, richtig ordentlich dann. Sie haben die Mindestanforderungen für ein Staatsgefängnis erfüllt. Wie Sie jetzt weitermachen, liegt ganz bei Ihnen. Von diesem Zeitpunkt an liegt es nur bei Ihnen und Ihren Unternehmen, wie Sie weitermachen wollen. Im Büro des Bürgermeisters interessiert uns nur eine einzige Zahl, und das ist die Rückfallquote. Wenn Sie die Rückfallquote Ihrer Häftlinge senken könnten, wäre das ein großer Erfolg. Leute wie Dr. Hurst glauben, dass man nur durch Bildungsbesserungsprogramme, Berufsausbildung und solchen Kram erreichen kann. Meiner Meinung nach ist Bestrafung genauso effektiv. Da hat er nicht ganz unrecht. Immerhin sind es Knastis. Wenn ich in der Schule zurückdenke, und der eine irgendwie Sätze schreiben musste, weil der andere nicht aufs Maul gehauen hat oder Geld geklaut hat oder so, juckt den wenig. Aber dann hat er einmal richtig Stress mit den Eltern bekommen, zack, hat er nie wieder gemacht. Ist nicht ganz, also so ein gewisses Mittelmaß, finde ich, ist ganz okay. Es liegt ganz an Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Polaroid auf der Straße, um das Gefängnis zu verlassen. Und das Gefängnis, wie gesagt, ist mir zu viel schief gelaufen. Konzept war ganz cool, gerade hier am Anfang. Fand ich super nice hier am Anfang. Aber das war eigentlich schon zu viel Herde. Hier diese kleinen Kackräume da, die sind scheiße. Wir müssen alles von Anfang an ein bisschen besser planen. Und vor allem, was ich auch nicht machen darf, ist irgendwo anfangen und dann so weiterführen. Das geht nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, das nächste Mal die ganzen Gebäude unten zu so einem großen Block zusammenzubauen. Zwei Rezeptionen zu machen, die dann so erstmal tief nach hinten gehen und da dann die Zellblöcke sind. Dass ich hier vorne genug Platz für Privates habe, wie zum Beispiel Sicherheit etc., bis die Räume Platz haben. Das alles so ein bisschen trennen. Auch den Psychologen, den muss ich definitiv, darf ich nicht hier drin haben. Weil die müssen ja zu dem teilweise hin. Das sind so Sachen, die ich nicht beachtet habe. Wir sind noch ein paar abgehauen. Alles ein bisschen scheiße gelaufen. So, Polaroid auf der Straße, sagt er. Ah, da. Was hier über Pixel und hier sieht man es gut, aber egal. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Throw the book at them. Achievement. Habt ihr gar nicht gesehen? Ups. Ah, bist du's? Ich hab die Stimme nicht mehr im Kopf, weil es schon so viele Tage her ist. Fuck. Immer noch nichts? Wie lange dauert das schon? Ich kann's nicht mehr zählen. Keine Anrufe, keine Briefe. Tut mir leid, Morgan. Das muss wehtun. Aber du hast eine Chance bekommen. Vermassel nicht. Vermassel sie nicht. Henry! Viel Glück! Ich glaube, der hat ja so eine komische Stimme, ne? Versuch nicht, denen das zu erzählen, von denen du glaubst, dass sie es hören wollen. Ich muss los. Ich bin in einer Minute live auf Sendung. Ich wünsche dir viel Glück, Henry.
Und dass das Outro ist, wird es hundertprozentig auch klappen. Oh, Alter, wie sieht Betty denn aus? Ach genau, es war dieses komische Knasti-Ding, ne? Mhm. Mit den Tattoos. Willkommen zurück zu dieser Sonderausgabe von CNDC News. Live mit Bürgermeister Calvin Heller. Zu uns kommt nun Dr. Walter Hurst, dem man vorwirft, große Geldsummen für Gefängnisreformen verschwendet zu haben. Dr. Hurst, glauben Sie, dass Sie erfolgreich waren? Alter, das Bild sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich glaube, jeder hat das Potenzial zu Verbesserungen. Und wir müssen allen diese Chance bieten. Ich kann mit absoluter Überzeugung sagen, dass ich eine wirkliche Verbesserung der Haltung und der Hoffnungen vieler der hier Eingesperrten erlebt habe. Die Haft sollte abschreckende Wirkung haben. Sie sollte keine Gelegenheit zur Weiterentwicklung oder auf Veränderung bieten. Durch Bestrafung und Entmenschlichung während der Haft erreichen wir nur, dass die Bereitschaft zu kriminellen Verhalten verstärkt wird. Ist beides irgendwo richtig? Zwei Streittäter, die beide irgendwo richtig haben. Außerdem möchte nicht irgendwie mal ein Gärtner oder ein Putzer kommen. Und... ja, sicher hat er es geschafft, hallo? Wir geben diesen Männern wichtige Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, Hoffnung mit auf dem Weg. Wir helfen ihnen dabei, sich wieder in die Gesellschaft einzufügen und nach Haftende einen Beitrag zu leisten. Das Geilste ist, sie setzen den einfach ab. Wo soll der denn jetzt eigentlich hingehen? Achso, sein Haus steht natürlich noch voll aufgeräumt da. Perfekt, alles, ne? Ach, das ist nicht mehr sein Haus, okay. Einfache Bürger erhalten keine kostenlose Ausbildung, kostenlose Bildung oder eine garantiert bezahlte Arbeit. Wir lassen die Opfer von Verbrechern im Stich und belohnen die Täter. Wir geben gewaltige Summen aus, nur damit sich diese Kriminellen wohlfühlen. Und jetzt geht sie fremd. Boom. Komplett verkackt. Wir können etwas ändern, auch wenn wir uns dazu immer nur ein Individuum zur Zeit vornehmen. Ja, die ist einfach schon ein bisschen größer geworden, ja? Papa, bist du das? Ich kenne dich gar nicht. Sie können einer Katze 100-mal sagen, dass sie die Vögel in ihrem Garten in Ruhe lassen soll. Sie wird es trotzdem nicht lassen. Alter, ist der ein Pessimist? Der andere ist ein Optimist, der ist ein Pessimist. Könnt ihr euch nicht ein bisschen darauf einigen? Das ist ihre Natur. Entwickelt von Chris Delay. Ja, unser... bis wir zum Outro gekommen sind, hat es auch einen kleinen Delay gehabt. Produktion Mark Morris. Und die Grafik von Ryan Sumo. Der Sound ist von Alistair Lindsay. Und das Drehbuch... was? Das ist für ein Bild, Alter. Das Drehbuch von Chris Hastings. Ich find's witzig, wie die Polaroids sich einfach direkt dann wieder gerade drehen. Programmierung von John Knottenbild, Leander Hambley, Gary Chambers, Andrew Lim, Jeffrey Sheen und Finlay Curran. Und das Grafikdesign wurde gemacht von Morten Petersen. Und einen besonderen Dank an Will Mowers, Sam Mowers, Joe Stansfield, John Cook, Alex Chapman, Alex Tutti Frutti und Double Eleven. Introversion Software, Chris Delay, Mark Morris, John Knottenbelt, Thomas Arundel, Prison Architect, Edward Rumsey, unser erster Brutzelkandidat, unser erstes Opfer.
der Hinrichtungsanlage. Tragisch. Wobei ich sagen muss, die Insassen hatten bestimmt danach richtig stark Hunger auf Fleisch. Ich meine, riech mal so gekochtes Fleisch im Gefängnis. Okay, tut mir leid, jetzt ist ein bisschen makaber. Ach ja. Zum Fort von Escape drücken, will ich das? Wenn jetzt einfach nur das Menü kommt oder einfach ein neues Gefängnis, dann ist das ja scheiße. Natürlich, was passiert? Exakt das. Ja, ich habe jetzt eigentlich mehr vorgestellt. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen was machen. Jetzt habe ich mir für die ganze Zeit den PC durchlaufen lassen. Ich habe einfach die ganze Nacht nur Geld gesammelt. Ich habe die ganze Zeit alles darum gegeben, dieses scheiß Kredit abzubezahlen. Nur damit ich jetzt eine Viertelstunde aufnehme und mir das Outro angucken kann. What the fuck? Aber wir haben alles freigeschaltet. Immerhin. Das nächste Mal machen wir ein richtiges Gefängnis. Ja, und dann gehe ich mal ein bisschen genauer vor. Wie gesagt, ein Herd, 20 Leute, normale Portion. Ich werde nicht alle Sachen annehmen direkt. Ich werde direkt darauf gehen, dass wir Geld kriegen. Also auch Werkstatt und generell alles. Ich werde alles von Anfang an versuchen mit einzuplanen. Ich versuche es zumindest ein bisschen. Und ich versuche einfach, dass alles besser wird. Wenn irgendwas nicht passt, wird es direkt abgerissen. Nicht so wie da stehen gelassen und gucken, ob es irgendwie doch ein bisschen funktioniert. Außerdem will ich, dass die geringen Risiko, die mittleren Risiko und die hohen Risikoleute getrennt werden. Das heißt also, hohes Risiko nehme ich erst später an. Am Anfang nehme ich, was machen wir am besten? Weil nur Luxuszellen ist teuer. Das heißt also, ich würde sagen, wir nehmen nur ein mittlere an, machen auch mittlere Zellen. Danach machen wir, einen Low-Security-Bereich, in dem wir dann ganz gemütlich Luxuszellen aufstellen. Und dann kommt der High-Security-Bereich komplett abgeschottet mit den superreichen Fuzzis. So, jetzt habe ich noch einen Schluck auf, perfekt. Und sag damit schon mal, auch wenn es so kurze Folge war, beim nächsten Mal geht es dann mit dem normalen neuen Gefängnis los. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!